Beim Pitching gibt es nicht nur einen Schlag, der Pitch, sondern zwei verschiedene Varianten, die du brauchst. Pitchen ist ja alles Terminologie. Wann soll ich chippen und wann soll ich pitchen? Eigentlich pitchen rede ich über Annäherungsschläge, wo ich selber die Länge steuere. Also Bälle, die fliegen so ab, würde ich denken, 25 Meter oder so ist das vielleicht eher so, beginnt so richtig das Pitchen. Pitchen ist ja ein Schlag, bei dem ich zumindest bei der einen Variante, die wir heute machen wollen, Backspin brauche. Und bei der anderen Variante eher weniger. Es geht aber alles darum, wie kann ich den Ball nah an der Fahne landen lassen. Und das machen wir durch zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Die erste Variante ist ein Schlag, bei dem ich einen flacheren Ballflug spiele, erhöhe die Reibung zwischen Schlagfläche und Ball und somit spiele ich einen flacheren Ball, der in bestimmten Situationen die Lenkkontrolle verbessert. Der bleibt aber ganz schön schnell liegen durch Spin auf dem Golfball. Den spiele ich ganz anders als die andere Variante, die ich in anderen Situationen brauche, wo der Ball hochfliegt und durch den steilen Landewinkel deswegen stehen bleibt. Welcher Ball in welcher Situation, das ist natürlich die Frage. Generell kann man sagen, je besser man den Ballkontakt beherrscht, desto mehr wird man die flackere Variante spielen, weil man kann doch sehr viel mehr zielgerecht spielen, wenn man mit einer flacheren Ballflugkurve ins Grün spielt. Für diese Variante muss man die Ballposition eher rechts haben. Ich nehme ein klein bisschen Loft von dem Schläger weg, so dass, wenn ich zurück zum Ball komme, durch die Bewegung des Schlägers, durch ein bisschen Handgelenk-Lag, habe ich noch weniger dynamische Loft, sodass ich den Ball mit ca. 35 Grad nach vorne starten kann. Und wenn es nicht allzu nass und kalt ist und die Balllage passend ist, werde ich den Spin auf dem Ball erhöhen. Und das ist mit Abstand die beste Variante, um zielgerecht zu pitchen. Die geht so. Ballposition zum rechten Fuß, Hände nach vorne und jetzt werde ich durch eine aggressive Bewegung des Körpers die Hände mehr nach vorne halten und somit den Abrieb erhöhen. Der Ball fliegt flach und bleibt relativ still am Ende des Schlags durch den Spin. Die andere Variante stoppt nicht durch Spin primär, obwohl wir auf allen Schlägen Backspin haben, sondern der stoppt dadurch, dass der Landewinkel sehr steil ist. Der Ball fällt aus dem Himmel und bleibt einfach deswegen liegen. Und bei bestimmten Bodenbeschaffenheiten ist das wichtig. Nicht unbedingt die Bodenbeschaffenheiten am Grün, sondern die hier. Heute ungefähr 5 Grad, feucht, langes Gras. Werde ich nicht so viel Spin auf dem Golfball erzeugen, um sehr schnell den Ball unter Kontrolle zu bekommen auf dem Grün. Und wenn die Fahne kurz gesteckt ist, muss ich vielleicht eine andere Variante beherrschen. Darüber hinaus, wenn ich den Ball nicht so sauber treffe jedes Mal, ist die Variante mit dem Spin natürlich ein bisschen gefährlich. Wenn du neigst dazu, ein bisschen vorher in den Boden zu schlagen, fette, dünn und so weiter, ist es natürlich ein bisschen ungewiss, wie viel Spin man wirklich hat. Also, man muss diesen Schlag auch beherrschen. Sogar, man könnte sagen, zuerst diese Variante beherrschen. Hier spiele ich die Ballposition auf der linken Innenfuß. Der Schaft ist neutral, so bleibt der Loft erhöht. Ich gehe nur mit meinem Oberkörper nach vorne, um dafür zu sorgen, dass der tiefste Punkt nach dem Ball kommt. Und jetzt spiele ich den Schlag mit viel weniger Intensität, das hier nicht, sondern eher so ein bisschen von oben starren vom Gefühl her, sodass der Schläger absolut neutral wieder ankommt. So spiele ich einen völlig anderen Schlag. Vom Rhythmus ist es anders, vielmehr 1 und 2, sodass ich immer mit genügend Loft auf den Ball wieder ankomme. So, man sieht eine ganz andere Bewegung, eine völlig andere Art vom Schlag.
Und jetzt bist du dran. Probier die Varianten aus. Mit welcher Variante kommst du am besten zurecht? Es ist nicht immer so, dass man immer mit mehr Spin am besten zurechtkommt. Ganz viele Clubgolfer sogar finden die zweite Variante einfacher. Aber ich würde gerne von euch hören. Deswegen sind die Kommentare da. Schreibt mal was und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch.